Wertschätzung ist, glaube ich, ganz entscheidend, zumal man, glaube ich, insgesamt spürt, dass das Thema Respekt und Wertschätzung füreinander gegenüber dem anderen in unserer Gesellschaft zunehmend nachlässt. Mhm. Wir haben eine gewisse Verrohung, wir haben einen relativ aggressiven Umgang. Und ich glaube, gerade der Sport ist ein Beispiel dafür, im Team auf den anderen zu achten, sich über einen Sieg zu freuen, aber in der Niederlage genauso Klasse zu zeigen. Das sind alles Tugenden, die den Sport verbinden. Und deshalb, ja, Wertschätzung zu zeigen, gerade auch durch den Trainerpreis, wie wir ihn heute verleihen dürfen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wichtiger denn je. Man sieht die Sportlerinnen und Sportler, die Athleten und die Trainer, die dahinter stehen, die sieht man ganz oft gar nicht, kennt sie manchmal auch nicht mal mit Namen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, damit sich der Sport entwickeln kann, der Leistungssport, der Spitzensport, dass man diesen Menschen auch mal eine Öffentlichkeit bietet und den Scheinwerfer direkt auf sie richtet. Was mich besonders freut, ist, dass es von den Sportlern ausging, dass sie mich vorgeschlagen haben. Ich denke, das ist nichts Selbstverständliches und das ist so für sich als Trainer immer so, wo man sagt, okay, dann ist das, was man macht, nicht komplett falsch. Ich nehme ihn aber jetzt nicht nur für mich wahr, sondern ich nehme es auch für das ganze Betreuerteam wahr, das ehrenamtlich da doch genauso viel Arbeit reinsteckt oder Herzblut oder Leidenschaft. Der Trainer ist natürlich neben dem Athleten der wichtigste Mensch und hat eine sehr enge Beziehung zu den Athleten natürlich, hat sehr viele Aufgaben. Was ich sehr gut finde, ist, dass jetzt bei einem Trainer, das war schon Nationaltrainer, dass man den bringt. Und jetzt von Seiten bei uns, bei den Turner und Turnerinnen, jemand, der im Grunde genommen dafür sorgt, dass überhaupt Spitzensport oben gemacht wird. Denn ohne die Arbeit von der Frau Thoma wäre ja gar nicht möglich, dass wir Oberkaderbildung machen könnten. Und diese Mischung, die unterschiedlichen Teile des Sports jedes Jahr darzustellen und das auch so zu weiter, dass die Leute mitkommen, das finde ich ganz toll an dem Trainerpreis. Für mich sind es immer zwei Dinge, die da besonders wichtig sind. Auf der einen Seite die Trainer, die Basis bilden, dass man wirklich die Jugend wirklich gut ausbildet, dass sie Spaß im Sport haben. Und das andere ist dann wirklich die Höchstleistungen, wie zum Beispiel die Ulmer, 10 Kämpfer, 5 Achttausender. Und da muss ich dann sagen, wenn aus Basis Erfolgen dann praktisch wirklich Hochleistungssportler werden, ist so ähnlich wie bei uns, das ganz normale Autos produzieren und dann plötzlich im Rennsport auch vorne mit dabei sein. Und das hat mich fasziniert. Diese Geschichten, wie da Leute so viel Energie reinstecken, das ist einfach sehr inspirierend. Und wir sehen es ja auch in unserem Sport, dass es da viele Ehrenamtliche gibt, auch gerade unsere Trainer, die da wirklich ja, auch einen sehr großen Anteil an unserem Erfolg haben. Und deshalb denke ich, dass der Beruf des Trainers, auch wenn es viele natürlich ehrenamtlich machen, gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Wie das organisiert ist von den Veranstaltern, über die Preise bis hin zum Trainer, dass so eine Einschätzung von Trainern positiv gesehen wird und öffentlich gezeigt wird, freut mich sehr. Ich habe heute viele tolle Sportler kennengelernt, habe tolle Preisträger gesehen und freue mich ehrlich gesagt auch als VfB Stuttgart von SSV Ulm für die Auszeichnung. Bei den Bewerbungen bekommt man so viele Ideen und wirklich auch tolle, wirklich auch Engagements gezeigt. Aber ich bin der Meinung, das Leben besteht mehr als nur aus Fußball und Handball. Und gerade auch der Sonderpreis für uns ist immer wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement im Jugendbereich ausgezeichnet wird. Also ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt in die Auswahl komme. Ja, habe das jahrelang verfolgt, seit es den Trainerpreis gibt. Und jetzt bin ich so überrascht gewesen, dass ich eigentlich dabei bin. Es freut mich einfach.